Dawn of the Shed. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chainsaw World 3, denn ich spiel das. Und willkommen in Faversham. Lose Blätter zwischen Faversham und Sitting Burn bedeuten, dass der Reinigungszug auf die Gleise geschickt werden muss. Ja, und das wird heute unsere Aufgabe sein, die Gleise zu reinigen. So, dann steigen wir mal ein in unsere gute Class 66103. Machen hier erstmal ein schickes Foto, würde ich sagen. So ein Zug. So, dann können wir einsteigen. Natürlich als erstes mal die Tür auf. So. Hier die Tür zu. So. Stellen Sie den Richtungsschalter ein. Das wäre eine Idee. An diesem. Genau. Stellen Sie den Richtungsschalter auf. Vorwärts. So. Dann stellen Sie die Spitzenbeleuchtung auf Tagfahrt. Das machen wir. Wo machen wir das jetzt? Hä? Da oben. Ah, da sind auch noch Knöpfe. Das haben wir. Halten Sie die Bremshebel in der Lösenstellung, bis die Bremsleitung mindestens 4,8 Bar oder höher anzeigt. Okay. In die Lösenstellung. So, das haben wir. Warten Sie, bis die Bremszylinderanzeige 0,0 anzeigt. So, das ist jetzt der Fall. Erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Ja. Vielleicht sollten wir auch die Scheinwäsche einstellen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, oder? Das ist rechts. Bitte links sein. Gut. Dann würde ich sagen, legen wir los. So, sollen wir als erstes mal nach Faversham fahren? Dann tun wir das. Ah, was ist denn? So, ich spiele das Ganze mal ohne Zugsicherungssysteme an dieser Stelle. Können wir noch. So, fahren wir auf unsere Zielpunkt zu. Starten Sie die Gleisreinigungsausrüstung, um mit der Gleisreinigung zu beginnen. Scheiß Scheinwäsche, machen wir mal wieder aus. Geht er mir auf den Keks.
Aus. So. Jetzt müssen wir hier. Schalten Sie die Steuerung auf an. Okay, dann machen wir das mal. Drücken Sie den Steuereinheit aktivieren Knopf. Schalten Sie die Stromzufuhr auf ein. Drücken Sie den Motorstartknopf. Wasserdruck auf ein. Ein. Die linke auf ein. Sitting Burn, 7,1 Meilen. Dann wollen wir mal loslegen. Lösen die Bremse. Dann schauen wir uns das Schauspiel jetzt mal gleich an. Und da reinige ich jetzt tatsächlich die Gleise, oder? Ach, wir sind sogar am Sandwich, auch nicht schlecht. Seht euch das an. Es werden tatsächlich die Gleise gereinigt. Wahnsinn, das habe ich auch noch nicht gesehen. Irre, wirklich irre. Wahnsinn. Wunderbar, wirklich wunderbar. Boah, eine Menge zu tun noch. So werden also die Gleise gereinigt. Keine schlechte Idee, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir. Oh, 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 okay. Dann machen wir das natürlich.
So, noch 4,4 Meilen bis Sitting Bern. Wir reinigen hier entlang der Strecke die Gleise. So, es gehört auch zum Bahnalltag dazu. So, sieht das doch schon viel, viel besser aus hier. Wunderbar. Eine wunderschöne Lok, kann man nicht anders sagen. Ah, ist der Sicherungskasten drin? Ja, ja, gut zu wissen. Da auch. Ja. Sehr schön, dass das alles animiert ist. Fällt mir. Sowieso insgesamt die ganzen Leuchten und das, die Lichter hier drin. Sehr schön animiert. Wirklich gefällt mir. Ah, geil. Teilte Fenster. Finde ich richtig schön. So ein bisschen Leistung müssen wir schon haben. Dass wir stehen bleiben. Wir sollen den Zug ja nur unter 60 Meilen pro Stunde halten. Solange wir hier am Reinigen sind. Wir sind jetzt eh gleich da. Die Sonne geht langsam auf. Es wird hell in England. So, und die richtige Arbeit kommt ja gleich erst auf uns zu. Also ihr habt vielleicht vorhin die Liste gesehen, die wir da noch abzuarbeiten haben, ehe wir das Szenario überhaupt beendet haben. So, da ist das gelbe Vorsignal. So, 0,6, dann kommt jetzt gleich 0,5 und dann könnten wir gleich auch schon fast anfangen zu bremsen. Wieder nicht über die Gleise sausen, beziehungsweise über, über das rote Signal, was mit Sicherheit gleich kommen wird.
So, fahren wir hier schön geschmeidig in den Bahnhof ein. Wollen aber noch nicht zu langsam werden. Meter noch. Oder Yards, so wie es hier steht. So, das hätten wir soweit. Rüsten Sie diesen Führerstand ab und bereiten Sie sich darauf vor, das andere Gleis auf dem Weg zurück zu reinigen. Ach, wir müssen die gleiche Strecke zurück. Ja, dann. Und natürlich einiges zu tun noch. So. Das heißt, wir müssen das erstmal wieder alles abschalten hier. Stellen Sie die Spitzensignale auf aus. Stellen Sie den Richtungswender auf neutral. Entfernen. Treibstoffpumpe auf aus. Generatorfeld auf aus. Und den Trennschalter auf Start-Stopp. So. Stellen Sie die Rücklichter auf ein. Ach so, anderer Führerstand. Da müssen wir da mal hingehen. Und zwar müssen wir wahrscheinlich erstmal rausgehen. Türen schließen. Hier einsteigen. Mal hier die Schalter auf einmachen. Stellen Sie die Rücklichter auf aus. Ist in der ganz anderen Lok. Ach Gott. Das ist viel Arbeit. So, schließen wir hier wieder die Tür. Steigen abermals aus. Hier wieder die Tür zu. Dann laufen wir an unserem Zug her entlang. Sind die übrigens die Reinigungswaggons. So, hier müssen wir einsteigen. Wieder schließen. Dann müssen wir hier die auf einstellen, hier auf ausstellen. Dann wieder in die andere Lok. Oh Gott. Beziehungsweise in den anderen Führerstand. Können wir jetzt aber auch laufen, oder geht das nicht? Tatsächlich nicht. Man muss außen rum. Naja, egal, ist das halt. Ich dachte, man könnte vielleicht durch den Maschinenraum laufen, aber das dem ist nicht so. Isolationsschalter auf läuft. Drücken Sie F3. Sie F2.
2. Müssen wir hier die ganze Apparatur wieder einstellen. So, da oben den Schalter. So, dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Machen wieder 7,1 Kilometer bis Faversham. Wunderbar. Oh, ich werde zu schnell. Oh, 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 oh. Logisch, wir müssen ja die andere Seite reinigen. Was spürt ihr überhaupt? Oh, okay. So, 5,4 Kilometer noch. Die Seite auch gereinigt.
wir unsere Arbeit sozusagen erledigt. Schon ein lustiges Szenario, finde ich. Vor allem, weil das nicht dieses typische von A nach B fahren ist, sondern wirklich mal ja, sich um die Gleise zu kümmern, die zu reinigen. Und ich finde, das ist mal eine schöne Abwechslung zu dem routinemäßigen Bahnalltag. Solche Szenarien gefallen mir. Könnte es auch mehr auf den deutschen Strecken geben. Es war ja schon ein schönes Szenario, wo wir den Zugbegleiter gespielt haben. Und jetzt hier das mit den Gleisreinigen finde ich wirklich eine sehr schöne Abwechslung. Kann man wirklich sagen, also gefällt mir. So, 3 Meilen noch. Ja, wir sind doch gerade mal bei 60. Geht es eh ein bisschen bergauf. Wieder die automatische Bremse gegriffen, warum auch immer. So, gelbes Signal. Und dann dürfen wir unseren Zug gleich noch abrüsten. Das finde ich ja eh wunderschön. Ich liebe sowas. Dann wirklich alles abrüsten darf, den Zug komplett abstellen darf und dann den Zug verlässt und das Szenario praktisch dann abschließt. Gefällt mir. So, 1,3 Meilen noch. Gleiches Spiel wie gerade. Ich wieder langsam an den Bahnsteig ran pirschen. Scheiße, ist das das rote Signal? Sollte ausreichen. Doch noch ein rotes Signal vor Einfahrt in den Bahnhof. Was jetzt in dem Moment gelb springt.
So, dann dürfen wir das auch soweit passieren. Und jetzt hier auch nicht mehr, wer weiß, wie beschleunigen. Die paar hundert Yards. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. So, hier unser Einfahrgleis. Während die Sonne immer weiter aufgeht, ein wunderschönes Bild. Oh, wir sind schnell. Viel zu schnell. Da wären wir wieder in Faversham. So, gute Arbeit. Schalten Sie nun die Gleisreinigungsausrüstung ab, bevor Sie den Zug auf dem Abstellgleis abstellen. Gut, das werden wir als erstes mal jetzt machen. Und zwar, womit beginnen wir? Dem Knopf. Das ausstellen. Das ausstellen und das ausstellen. Das ausstellen. Nicht das Fenster. Ah! Das. Genau. Faversham einwärts Nebengleis. Gut. Dann lösen wir die Bremse. So, 15 sind fürs erste hier angegeben. So, und dann werden wir da wahrscheinlich unsere Lok abrüsten. Stellen Sie den Richtungswetter auf neutral. Das machen wir. Dann aufstecken. Stellen Sie die Spitzensignale auf aus. Stellen Sie die Steuerung und Treibstoffpumpe auf aus. Stellen Sie den Motor. Gute Arbeit. Sehen wir uns an, wie Sie abgestellt haben. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte den Motor noch ausmachen. Können wir ja. Gut, haben wir das auch erledigt. Ja. So, jetzt haben wir noch eine Dings erhalten, eine Auszeichnung. Schließen Sie das ab, ihr habt es gelesen. Der Errungenschaft. Wir haben Gold erhalten, das freut mich. Das war's mit dem Szenario Dawn of the Sheet oder wie auch immer, wie ihr das nennen wollt.
Für das ganze Szenario haben wir 35 Minuten und 41 Minuten gebraucht. Es geht noch, finde ich. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.